Am Stadtrand von Köln sind die Sanitäter Roberto Moretti und Franco Fabiano auf dem Weg zu einem kuriosen Unfall. Florian, Köln 2, RTW 1 für Leitstelle Köln kommen. Der 2 RTW 1, hört sich um. Wir haben einen VU mit Personenschaden in der Boltmannstraße, Höhe Nummer 30. Laut Melderin leichter Personenschaden, Arnold involviert. Schaut euch das mal an. Jawohl, das verstanden. Willkommen im Status 3. Vor Ort werden die Sanitäter von Polizeihauptkommissarin Ingrid Hall und ihrem verletzten Kollegen erwartet. Hallo. Schau dir mal die Verletzung hier von meinem Kollegen an. Wir haben eine ganz allgemeine Verkehrskontrolle gehabt. Ne? Und in dem Moment, als ich ihn nach seinen Papieren fragte, er stand gerade vorne und wollte sich die Reifen anschauen, da gibt der Vollgas und haut einfach an. Aber so, ich kann bewegen. Das funktioniert alles. Ne? Warte, wir gucken mal eben, das geht alles. Hier sind so Motorik, Puls. Hier ist alles gut. Nur ein Schlag vom Spiegel. Oh, okay, wahrscheinlich. Also, du kannst weiter Dienst machen? Ja, also wie gesagt, ich bin soweit. Ja, dann müssen wir aber mal wahrscheinlich ein Hämatom oder sowas. Ich und dann kann der Henner mal zum Arzt. Sollen wir mal. Wenn man Kühlpack oder was hier auf Jagd hat. Gott sei Dank war das bei dem Kollegen von der Polizei eher harmlos. Wir haben ihn angesprochen und untersucht und das Handgelenk war ein leichtes Hämatom. Sensibilität, Sensorik, Puls war alles gegeben. Die angrenzenden Gelenke waren frei beweglich, sodass ich hatte ihm geraten, er soll auf jeden Fall zum Arzt gehen, den Unfall aufnehmen, weil ein Verbrechen hat ja stattgefunden. Der hat ja eine Fahrerflucht begangen. Ja. Dann willst du bitte auch was, bitte was mal habt da. Ne? Okay. Ja. Wo hätte wer eins hört, ich komme. Gut. Ja. Dann, wir haben weitere Meldungen nahe eures Einsatzortes. Ja. Haben wir mindestens 2 weitere verletzte Personen. Einen Kollegen haben wir jetzt schon losgeschickt. Seid ihr derzeit abkömmlich? Ja, das ist positiv. Wir wären abkömmlich. Franco, warte mal eben, wir haben einen weiteren Einsatz. Für die weitere Rettung für die Einsatzstelle. Okay. Alles klar, wir sind unterwegs. Okay. Hier, wir fahren jetzt zum nächsten Einsatz. Aber Sie machen das mit dem Amtsarzt und sowas alles. Ja, was ist denn da passiert beim nächsten Mal? Das kann ich Ihnen gerade sagen. Ja, so 2 Verletzte. Wir fahren da mal mit, wir sind hier jetzt gerade vor Ort. Sind das so weit? Nur wenige hundert Meter entfernt hat sich fast zeitgleich ein zweites Unglück ereignet. Dort bekommen es die Sanitäter und Polizeibeamten nicht nur mit 2 Verletzten in seltsamen Outfits, sondern auch mit einem ziemlich kuriosen Unfallhergang zu tun. Hallo. Was ist denn passiert? Ja, wacht nicht mehr auf. Ihr wacht nicht mehr auf? Hallo, hören Sie mich? Guck mal, was ist denn mit Ihnen? Hallo? Ich bin hingefallen. Ich habe ein bisschen Schmerzen, aber ich will wissen, was mit Ihnen ist. Nur Schmerzen, okay, da kümmern wir uns jetzt drum, ja? Dann gehen Sie mal zu meinen Kollegen. So weit geht's aber, ja? Können Sie aufstehen? Keine Atmung? Dann gehen wir mal hier ein bisschen an die Seite. Okay, sie ist soweit grün. Okay, sehr gut. Sag ich mal jetzt. Ja. Sie ist gehfähig. Ja, sehr gut. Als wir dort angekommen sind, sah ich den Patienten am Boden liegen. Augenscheinlich ein A-Problem. Ich bin sofort zu ihm runter. Er hatte ein A-Problem, das heißt, er hat nicht geatmet. Dies habe ich direkt behoben und dem Patienten ging es massiv schlecht. Und wir mussten zusehen, die Situation in den Griff zu bekommen. So, jetzt nochmal zum Verständnis. Wie ist der genau gefallen? Genau gesehen auf den Kopf? Wie hoch? Wie war er? Ja, wir haben uns da umgezogen und dann... Ja. Dann haben wir uns dann geschminkt und sind auf die Stelzen drauf und dann sind wir einfach nur auf die Straße. Wir wollten jetzt zu dem Geburtstag und dann kam das Auto auch ganz schnell und dann ist er einfach wirklich in die Luft geflogen mit diesen kompletten Stelzen. Ja, also das ging echt schnell, aber er ist wirklich rumgeflogen. Ungefähr, wie hoch? Ungefähr bitte. Der war schon... 2 Meter. Auf jeden Fall über dem Boden, ja. 2 Meter. Okay, alles klar. Gut, jetzt auch mal. RTH brauchen wir auf jeden Fall, weil ich habe jetzt einen Blutdruck initial bei 150, fällt aber jetzt ab. Die Sättigung, klar, sind wir jetzt bei 91. Okay. Die Wellen sind seitengleich und drin lichtreagierend. Sind Isochor? Sind Isochor, lässt sich gut beatmen. Gut. Machen wir das EKG drauf, dann höre ich mal auf die Lunge. Können Sie denn irgendwas zum Unfallfahrzeug sagen? Wie sah das aus? Das steht da vorne. Was? Das Auto da vorne? Dieser rote Golf? Ja. Aber ich weiß nichts über den Fahrer oder die Fahrerin. Haben Sie keinen Fahrer gesehen? Müsste der noch drin sitzen? Ist der weggelaufen? Keine Ahnung, ich habe mich um meinen Bruder gekümmert. Also, okay, ja, ist ja auch richtig. Ist total richtig. Wir warten jetzt, bis der zweite Krankenwagen da ist. Ja. Und dann kümmern wir uns mal um das Unfallfahrzeug. Mal gucken, ob der Fahrer noch drin ist. Ja, muss man machen. Aber erstmal ist es wichtig, dass Sie versorgt werden. Sie haben ja auch Schmerzen. Ne? Ja. Als die Verstärkung um Tobias Kappen eintrifft, übernehmen die Kollegen nach einem kurzen Update die Schwester des Schwerverletzten. Die Polizisten widmen sich derweil dem Unfallwagen und machen dabei eine aufschlussreiche Entdeckung. Das ist unserer. Das ist der geflüchtet ist. Dann kannst du die Fahndung schon mal abbrechen. Ja, das macht man dann sofort. Oh, hier doch.
Hier ist auch Blut am Boden, jede Menge. Jo, da oben auch auf dem Armaturenbrett. Ja, ja, überall. Der ist abgehauen. Ja. Der ist abgehauen. Ja. Was hat er denn hier? Hey, wir haben uns dann mit dem Fahrzeug näher beschäftigt und den Augenschein genommen und im Kofferraum einige Sachen gefunden, die uns doch ziemlich kurios erschienen. So, guck mal nach. Boah, guck mal, da sind ja Blutanhaftungen dran. Mal gucken, was das ist hier. Was für ein Zeug. Hm? Sieht aus wie irgendwie ein Spray oder so. Hä? Boah. Boah, das stinkt ja enorm. Ey, ätzend, irgendwie so eine Chemikalie oder so. Das sind auch noch Wörter. Warte, wichtiger, ich sollte mal die Fahndung eben zurücknehmen, ja? Der Geruch lässt darauf schließen, dass sich in den Nasensprayflaschen etwas anderes befindet. Was ist bislang unklar? Auf dem angrenzenden Weg finden die Beamten nicht nur weitere Fläschchen, sondern noch etwas. Das ist auf jeden Fall hier runter. Hier, da. Da. Hey, hier bleiben! Hier bleiben! Polizei! Hey. Komm her, dreh's mal um. Timmer auf, komm. Und jetzt keine Mätzchen mehr. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Der ist ja total verletzt. Oh, guck dir den mal an. Hey, komm, wir lassen sitzen. Guck mal, wir setzen ihn mal vorne hin. Wir setzen ihn mal hin. Hör mal, das ganze Zeug, ne, was wir da gerade gefunden haben. Das ist nicht von mir. Nee, natürlich nicht. Komm, setz dich da mal hin. Wenn du Mätzchen machst, kostet die Handschellen an. Bleib jetzt hier sitzen. Ja, wir können ihn ja mit nach vorne nehmen. Ja. Der RTW steht ja dann noch. Ja. Dann werden wir ihn übergeben, aber der ist ja ansprechbar. Können Sie ein Stück mitgehen? Hallo. Können Sie laufen? Versuch mal. Die Beamten erkennen in dem Mann den flüchtigen Fahrer aus der Verkehrskontrolle. Doch eine Befragung zu den Sprayflaschen und seinem Verhalten scheint zunächst nicht möglich. So, wir haben hier noch einen dritten Verletzten. Ja, toll. Pass auf. Ja. So, dritten Verletzten. Was machen wir jetzt mit ihm? Was hat er denn? Was machen wir mit ihm? Ja, müssen wir jetzt gerade mal ihn hier. Okay. Dann brauchen wir noch einen dritten RTW. Ja. Brauchen wir noch einen dritten RTW, ne? Ja, klar. Ja. Ich weiß nicht, was mit ihm ist, aber wir müssen jetzt erstmal gucken. Die Nase blutet. Ja. Hey, komm mal her, komm mal her, komm her, guck mich mal an. Augen auf. Augen auf. Roberto? Ja, wir haben hier soweit alles in Ordnung. Sehr wahrscheinlich eine Nasenfraktur. Ja. Ja? Wenn du Bescheid weißt, haben wir geguckt. Für eine Nasenfraktur, ist doch Quatsch. Ja. Sie sagte mir, das ist die Schwester von ihm. Ja. Sie ist leicht verletzt. Sie wäre nur zur Abklärung mit ins Krankenhaus gekommen. Okay. Dann lass uns sie doch umpacken zu euch. Dann braucht man keinen dritten RTW. Das ist Quatsch. Gut so. Wir nehmen sie mit. Die sind ja Familienangehörige. Genau. Ne? Sie, Mike, sie einmal rüber und er zu uns. Ja? Allgemein war das Wetter ein Problem. Erstens musste der Schwerverletzte relativ schnell versorgt werden. Dabei hatten wir zwei Leichtverletzte. Da beide, also die Frau und der Mann, Geschwister waren, konnten wir es vereinbaren, dass die in einem Auto fahren und der Verhaftete wird dann halt mit uns transportiert, weil halt es musste einfach schnell gehen. Ey, hör mal, hast du sie noch alle? Was? Mein Bruder stirbt wegen dir, du Vollidiot! Vorsichtig! Stopp! Ruhe! Wie kann man so irre sein und hier mit dem Auto einfach langfahren und uns umnieten? Den Vorwurf haben wir eben schon gemacht. Können wir einmal die Leute trennen, dann haben wir hier ein bisschen... Ja, okay. Einmal hoch und rein. Ich glaube, ihr spinnt, Idiot. Geh mal mit rein. Ja. Mein Bruder liegt da und kann sterben wegen dir. Leg dich mal hier drauf. Ganz so. Alles gut. Wir gehen jetzt. Was ist los mit dir? So, das ist also hier der Fahrer von dem Unfallfahrzeug. Ja. Wir haben bei ihm also Amphetamine gefunden. Wir haben einen kleinen Test gemacht. Ach du heilige Scheiße. Und für uns ist also wichtig, dass er jetzt im Krankenhaus auch nochmal einen Test macht auf Drogen. Okay. Wir wollen jetzt auf den Schnelltest hier verzichten, aufgrund seines Zustandes, weil wir den Verdacht haben, dass er unter Einfluss von Drogen auch hier PKW gefahren ist. Ne? Dass er möglicherweise also die beiden gar nicht gesehen hat. Das ist später für die Strafzumessung auch von Wichtigkeit. Aber jetzt geht es mir erst darum, ihn so einigermaßen stabil zu kriegen. Mein Kollege wird euch begleiten. Okay. Na, auf jeden Fall ist er von uns erstmal festgenommen. Das ist ganz wichtig. Gut, ja. Das festgenommen, klar, bleibt festgenommen. Wenn er im Krankenhaus was sagt bleibt. Er selber? Hat er Drogen genommen? Nein. Das wissen wir noch nicht. Wir haben keinen Schnelltest. Ich nehme keine Drogen. Was ist das denn hier? Ich nehme den Scheiß nicht. Wenn andere das nehmen, dann ist das nicht mein Problem. Ja, aber was ist das? Wir werden es sowieso chemisch untersuchen lassen. Das Nasenspray gestreckt mit Speed, ja. Jetzt. Womit mit Speed? Ja. Hey, das sind doch Drogen, oder? Und wo wollten wir das unter die Leute bringen?
In Dissen, in der Disco, wo ich stehe. Das ist gutes Geld, verdient man gutes Geld mit. Ach, in der Disco, bringen wir das ja, so unter die Leute? Die Leute sind gut drauf und so. Aha, die wissen das also schon, dass sie das hier vertreiben. Ja, ich bin da eine gute Nummer. Okay. Die kommen dann zu mir und sagen, und dann habe ich Ihnen jetzt folgende Straftaten zu eröffnen. Erstens haben Sie bei uns eine Fahrerflucht begangen, als wir hier eine ganz normale Verkehrskontrolle machen wollten. Sie haben dabei meinen Kollegen verletzt bei der Flucht. Ja, hier am Arm. Der Kollege stellt Strafantrag wegen Körperverletzung. Ja, des Weiteren, wir handeln mit BTM. Und Sie haben eine Körperverletzung begangen, einen weiteren Verkehrsunfall begangen, zum Nachteil dieser beiden verletzten Personen. Da kommt eine ganze Latte auf Sie zu. Darauf können Sie sich jetzt schon mal einstellen. Ich habe einen guten Anwalt, ja. Okay, folgendermaßen. Wir haben den jetzt so recht stabil. Wir fahren jetzt hinten zum Platz. Der RTH wartet schon auf uns. RTH, okay. Ja, wir haben RTH, aber es geht nicht. Wir haben jetzt so, es ist kritisch, auf jeden Fall. Wir sind auch abfahrbereit. Der Kollege begleitet, weil er ist festgenommen. Sie macht... Ich mache noch die Unfallaufnahme. Ich verständige jetzt Arnold. Nachdem wir den jungen Mann auch stabilisiert haben und so schnell wie möglich zum RTH, also zum Rettungshubschrauber gebracht haben, werden natürlich dann weitere Maßnahmen im Krankenhaus, das heißt die Traumaspirale wird gemacht, um definitiv alle Dinge, die wir natürlich nicht erkennen können aufgrund des Röntgens, sondern nur die präklinischen Geschichten behandelt haben, im Krankenhaus natürlich versorgt werden. Der schwer verletzte Clown hat sich beim Aufprall eine Wirbelsäulenstauchung zugezogen. Zwar bleibt ihm eine OP erspart, doch der 27-Jährige muss sich auf einen langen Krankenhausaufenthalt einstellen. Seine leicht verletzte Schwester durfte noch am selben Tag nach Hause. Der Unfallverursacher wurde dem Haftrichter vorgeführt und muss sich wegen Drogenhandels, Unfallflucht und Körperverletzung verantworten.